So, gehen wir mal weiter zu einem anderen gesellschaftlich bedeutenden Thema. Das hat weniger mit Reichtum zu tun, aber auch mit Besitzansprüchen. Oder nein, 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 Reichtum, mit kurzfristiger Befriedigung von Trieben. Wenn ich dich jetzt frage, ob du schon einmal in eine Cartoon- oder Anime-Figur verliebt warst, würdest du dann mit Ja antworten? So, jetzt Umfrage. Mal ganz ehrlich, Leute. Haut mal raus. Jetzt bin ich gespannt. So, ich brauche jetzt mal eine Umfrage. Wer von euch war schon mal in eine, ich sag mal, eine unechte Persönlichkeit, ne? Wollen wir es mal ein bisschen größer fassen? In eine Animationsfigur etc. etc. verliebt. Ich sehe hier relativ viele Ja's tatsächlich. Unechte Persönlichkeit, also meine Ex. Oh. I feel you. I feel you. Ich definitiv, denn ich war gerade auch als Kind und Teenager voll in der Anime-Welt gefangen. Ich habe Leute, Umfrage. Da ist die Umfrage. Da ist die Umfrage. Macht mal mit. Aber was heißt denn verliebt? Heißt es, eine romantische Empfindung zu haben für diese Person oder sexuelle Gelüste basierend auf den dargestellten Körperformen oder. Ich muss gerade auch mal überlegen. Also ich war ja nie ein Anime-Fan, das ist nicht so ganz mein Thema tatsächlich. Aber ob man vielleicht in irgendeiner anderen Cartoon-Figur oder so oder einer Figur in einem Spiel. Ich bin mir gerade echt nicht keiner Figur bewusst, tatsächlich. Geralt zählt. Ja, Geralt zählt tatsächlich. Zählt auch sowas wie dieser Vampirfilm. Nee, 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 Moment. Das sind ja dann echte Figuren. Also, das sind ja Schauspieler und so. Nee, es geht tatsächlich um Cartoon-Figuren und Leute, die so animiert sind. Ich habe super viel Dragon Ball geschaut, ich war da in einzelne Charaktere immer wieder verknallt und habe mich sehr lange nicht für reale Menschen interessiert. Und ich habe mich auch sehr lange Zeit gefragt, ob was mit. Es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man es einfach sein lässt, ne? Also, grundsätzlich. Sich für echte Menschen zu interessieren, das führt doch zu nichts. Mir nicht stimmt, weil ich eben immer nur mit Computerspielen und Animes umgeben war. Und durch ein paar TikToks, die in letzter Zeit viral gegangen sind, wurde mir klar, es gibt noch viel extremere Richtungen, als meine es damals war. Und das Ganze scheint ein Hype zu sein, der gerade in asiatischen Ländern extrem explodiert und. Also ich meine, guckt euch doch sexy Cosplay an. Das ist doch eigentlich, das hat doch die Basis dieser Sexualisierung fiktionaler Charaktere, oder? Und gehypt wird. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen und vor allem über deine Meinung zu all diesen Dingen und Themen. Heute geht es um VTuber und um LooTuber. Es gibt Loot-Tuber. Denn diese Personen haben es geschafft, ohne ihr echtes Aussehen überhaupt zeigen zu müssen, Menschenmassen zum Ausrasten zu bringen, wenn sie ein Konzert geben. Dieses Konzert ging auf TikTok viral und inklusive mir kannten viele diesen thailändischen VTuber nicht und vor allem auch nicht den Hype um ihn. Und deswegen waren viele über das Konzert und die Reaktion darauf erstaunt. Und als ich angefangen habe, mich mit diesen VTubern und diesen Videos zu beschäftigen, wurde mir immer mehr vorgeschlagen und ähnlich wie auch ich. Ja, das ist ein übelstes Rabbit Hole. Das ist ein übelstes Rabbit Hole und ich finde das so problematisch. Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Also ich fürchte, dass da ganz viel auch psychische Problematiken dahinter stecken, dass man sich so verliert in virtuellen Persönlichkeiten, dass man halt irgendwie ein Problem damit hat, zu unterscheiden zwischen Realität und Illusion oder so. Also das muss schon wirklich ernsthaft problematisch sein. Sehr erstaunt war von der Reaktion auf dieses Konzert, waren es ebenso die Menschen in den Kommentaren. Hilfe, warum bewegt er sich so seltsam? Bro, der ist nicht mal da. Du könntest ihn auch einfach auf deinem Handy schauen. Natürlich war darauf dann auch die VTube-Community dementsprechend geschockt. Jeder, der an diesem Konzert teilnimmt, ist traurig und hat kein Leben. Wir merken also, das ist für viele Neuland und uns war nicht bewusst, was für einen Hype gerade im asiatischen Raum VTuber haben. Und deswegen hat dieser Kommentar mich sehr neugierig gemacht, denn er sagt, einige von den ausländischen Kommentaren wissen nicht mal die Anzahl der VTuber.
Ein weiterer sehr erstaunlicher Punkt ist, dass es manche VTuber geschafft haben, auf OnlyFans mehr zu verdienen als andere Menschen, die sich real vor der Kamera präsentieren und blank ziehen. I've been called away from a distant land to come bring sexual knowledge down upon your doomed heads. Außerdem wurde mir bei der Recherche zu diesen Konzerten immer öfter eine Cosplayerin vorgeschlagen, die ihren Fanservice sehr ernst nimmt und die ach so geliebte virtuelle Figur eigentlich echt perfekt verkörpert, um somit ihren Fans die eigentlich unmögliche Nähe zu ermöglichen, die wohl bemerkt nur fast aus Frauen besteht. Wollte ich nur mal hier erwähnt haben. Wie dieser Kommentar sagt... Was habe ich da gerade gesehen? Fanservice at its finest. Ich hoffe, ihr erwartet von mir nicht das Gleiche auf der Gamescom nächstes Jahr. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was zur Hölle passiert da überhaupt? Deswegen werden wir heute über das Phänomen der sexuellen Anziehung auf fiktive Charaktere... Es ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Gut, dass Gnu das gemacht hat. Da wäre ich auch selber nicht drauf gekommen, ehrlicherweise, obwohl es einem ja eigentlich immer mal wieder über den Weg läuft, ne? Also, ich verstehe das mit dieser Thematik Onlyfans-Damen, die sich als entsprechende cosplayen, aber eigentlich das schon so halb Porn ist, dass ich verstehe, warum das funktioniert. Aber das ist ja schon fast umgedreht. Das finde ich einfach nur gruselig, Leute. Das finde ich gruselig. Sprechen und wie es möglich ist, dass sie wie Stars gefeiert oder exzessiv geliebt werden. Und vor allem, was das Ganze für Auswirkungen auf die Beziehung zu realen Menschen haben kann. Denn wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, habe auch ich früher im Teenager... Das ist ein ziemliches Thema mit Ero-Cosplay und Fiktiosexualität. Ich höre das Wort zum allerersten Mal, Leute. Zum allerersten Mal. Ich schreibe mir das jetzt rein in mein Handy und werde dazu später recherchieren. Alter, lange einfach kein Interesse an anderen Menschen gehabt. Aber zuerst einmal für alle, die... Hier steht, was sind wir bald alle fiktophil? Oh Gott, nicht wissen, was sind VTuber? Ein VTuber ist ganz einfach ein virtueller YouTuber. Denn manche Menschen haben keine Lust, ihr... Wie Alex ankündigt, später Porn zu... Leute, Moment! Ich finde das gruselig und absolut gar nicht anziehend, ne? Also... Das hat mit Recherche dann wenig zu tun. Echtes äußeres Aussehen der Öffentlichkeit zu präsentieren, wollen aber dennoch nicht auf Reaktionen verzichten. Deswegen lassen manche sich durch einen virtuellen Avatar vertreten, der ihnen quasi ein Gesicht verschafft. Einer der bekanntesten deutschen Beispiele hierbei ist German Let's Play. Sein Avatar hat ihn ganze 15.300 Euro gekostet. Oder auch Simon Unge, der erst letztens bekannt gegeben hat, dass er jetzt erstmal nur in Form von eines VTubers YouTuber hochladen wird, um sich einfach auch ein bisschen zurückziehen zu können, da er momentan in Persona nicht vor der Kamera sitzen möchte. Und dazu muss man sagen, es ist halt auch einfach krass, weil du dann auch keine eigenen Videos mehr machen musst. Ja, du haust deine Stimme einfach in ein entsprechendes KI-Tool und lässt es einfach drüber laufen. So. Also ich denke, man kann das mittlerweile automatisieren, komplett. Und dem Zuschauer fällt gar nicht mehr auf, dass das gar kein echter, also dass das nicht mehr der Influencer ist, sondern einfach irgendeine Person, die angestellt ist, da Gesichtsexpressions zu machen oder so. Wie wir schon vorhin bei dem thailändischen VTuber-Konzert gesehen haben, sind gerade in asiatischen Ländern VTuber mehr als vertreten und sind sogar Markenbotschafter. Es gibt auch immer mehr VTuber. Und das ist natürlich auch der Weg dahin, dass es irgendwann gar keine Influencer mehr gibt, ne? Also ich bin ziemlich überzeugt, dass die Ära der Influencer bald vorbei ist. In den westlichen Ländern, dort ist allerdings noch das Problem, dass diese Charaktere oft zu freizügig sind und sie es deswegen oftmals schwerer haben, sich zu integrieren. Also im Prinzip sind sie nicht brandsafe genug. Und auch die K-Pop-Stars ähneln meiner Meinung nach auch immer mehr Anime-Figuren, auch anhand ihrer Bewegung und vor allem auch dem Erscheinungsbild. Deswegen gibt es auch immer mehr VTuber, die nicht mehr nur Anime-Figuren benutzen zum Streamen, sondern sich wirklich, wie auch German Let's Play, teure Avatare machen lassen, wie dieses Beispiel hier. Das ist ja verrückt, ey. Absolut verrückt. Zeigt, wo man auch schon so ein bisschen menschlicher aussieht. Der Medienpsychologe Professor Dr. Clemens Schwender sagt vor allem, dass das Aussehen der Avatare nicht immer realer werden muss, um sich mit ihnen zu identifizieren. Als Beispiel führt er hier zum Beispiel auch Hentai auf. Apropos Hentai, kommen wir doch endlich zu den Loot-Tubern. Loots bedeutet so viel wie anstößig, daher also Loot-Tuber. Denn ja, auch VTuber, ich meine Loot-Tuber,
können Ohren schlecken und sexuellen Content daraus machen. Und das ärgert natürlich viele YouTuber, die family-friendly Content machen, dass wieder gefühlt alles irgendwie sexualisiert werden muss. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen daran, als damals die Hot-Top-Streams auf Twitch gekommen sind. Da haben sich auch sehr viele Streamer darüber aufgeregt, dass eben jetzt dieser schon sexuelle Content auf Twitch ist. Ja, am Ende des Tages wird halt alles davon überformt. Das ist halt etwas, das funktioniert für jeden Menschen, egal ob er IQ von 2 oder IQ von 120 hat, ne? Der Trieb in irgendeiner Weise. Trieb. Ist aber der Unterschied zu den VTubern und LoTubern ist, man wusste genau von anhand der Anzeige oder dem Vorschaubild schon, das ist sexueller Content und das wahrscheinlich eher nicht. Während das Problem bei diesen VTubern tatsächlich ist, dass du oftmals... Woher weiß ich, dass das ein vernünftiger Mensch und kein Elon Musk dahinter steckt? Ey, also ich, so wie ich Elon Musk jetzt wahrnehme, könnte ich mir vorstellen, dass er als Hobby auch als YouTuber unterwegs ist und sich so ein Hentai-Stream gönnt. Was gar nicht einschätzen kannst, ist das jetzt ein Streamer, den ich jetzt mit meiner Mama anschauen kann? Oder ist das ein Streamer, bei dem ich lieber die Tür abschließe und Licht ausmache? Weswegen manche VTuber versuchen, noch vor ihrem Namen ein Size-So einzufügen. Denn das bedeutet nämlich so viel wie unbedenklich, damit auch wirklich Leute wissen, hier ist family-friendly Content und hier geht's nicht gleich krass zur Sache. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe davor noch nie was von LoTubern gehört. Die Entstehung kam tatsächlich in der Pandemie. Ihr kennt... Ja, kann ich mir vorstellen. Halt auch wieder super traurig, ne? Das ist so der Beweis dafür, dass wie viele Menschen einfach vereinsamt sind und wie krass sie vereinsamt sind, dass sie sich an digitale Persönlichkeiten wenden mussten, um diese Einsamkeit zu bekämpfen, ne? Vielleicht VR-Chat. Ich war dort früher auch ganz gerne unterwegs, habe dort auch Videos gemacht. Ab einem gewissen Punkt wurde es mir dort einfach zu L. Dort entstand übrigens auch der erste VR Virtual Reality Striptease. Und mit diesem VR-Strip entstand dann auch immer mehr diese LoTuber-Szene. Das ist wie, dass der erste Mod ist immer ein Nude-Mod. Internetgesetz. Es gibt von allem Porn. Dass dann eben Leute mit der virtuellen Arbeit angefangen haben. Unter anderem der Kanal Project Melody. Sie hat damals auf einer Streaming-Plattform, die ab 18 war, angefangen zu streamen. Als VTuber natürlich. Und sie hat dort quasi die Fantasien ihrer Regel 34, ja. Community realisieren lassen, indem die ihr Sachen schreiben konnten, die sie dort eben macht. Sie ist mit einer der erfolgreichsten westlichen LoTuberinnen und es gibt tatsächlich auch sehr viele YouTuber, die einen sehr erfolgreichen OnlyFans-Account haben. Sie ist übrigens auch sehr... Überlegt euch das mal. Dann gibt es demnächst einfach ganz viele nicht existierende OnlyFans-Streamer oder Content-Produzierende, die am besten noch nicht mal mehr Frauen sind, sondern dann Männer, die sich als Frau-Avatare da gerieren. Und dann produzieren Männer Content, sexuellen Content für Männer. Das Full Circle, Alter, Full Circle. Erfolgreich auf Twitch, denn dort streamt sie mit dem gleichen Modell, allerdings trägt er ein bisschen mehr Kleidung. Aber dafür schwimmt auch schon immer mehr die Grenze. Und falls einige von euch denken, dass das jetzt wieder die Männer betrifft, die sich sowas reinziehen, nicht ganz. Denn auch immer... Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Quatsch. Mehr männliche VTuber kommen bei den Leuten sehr gut an. When you bite into them is kind of satisfying, but sometimes like you just kind of want to feel it going down, you know? Yeah, you want to swallow when you're going down. Yeah, I get you. Und es gab sehr viele Kommentare, die nicht verstanden haben, warum das mit den VTubern so funktioniert und den LoTubern. Und ich muss sagen, mein Mitbewohner hat mit Pornochats als Frau sein Studium finanziert. Ich habe einfach alles falsch gemacht in meinem Leben. Für mich ist es kein Wunder, dass es funktioniert. Denn es ist ja bereits schon so, dass man sich nur anhand einer Geschichte, die man verfolgt, in Charaktere verlieben kann. Und hier bildest du ja deine eigene Geschichte mit den Charakteren und sie interagieren sogar mit dir. Beispielsweise man schaut sich zusammen eine Reaction an oder man schaut die Person alltäglich an. Dann findet diese virtuelle Figur ja noch viel mehr in deinem Umfeld statt, als wenn sie wirklich nur auf einem Bildschirm ist, wo sie ihre eigene Geschichte durchläuft und du schaust dir einfach nur diese Serie an. Und deswegen verstehe ich auch ein bisschen mehr diesen unfassbaren Hype, den dieser thailändische VTuber bei seinem Konzert hatte, weil der... Sehr typischer Fall ist der Chef der Messe Dokomi, Fisky, der als VTuber ein Catboy, eine
eine Catboy-Milk-Farm betreibt. Was lese ich da und was soll das bedeuten? Was ist bitte eine Catboy-Milk-Farm? In welche düstere Ecke des Internets werde ich hier gerade von euch geworfen? Erzähl's mir bitte. Oder erzähl's mir nicht, ich weiß es nicht. Alex ist so unschuldig. Natürlich! Ich sitze hier und lese Zeitung. Das ist mein Content. Ich lese Zeitung und erzähle euch davon, was ich in der Zeitung gelesen habe. Ich bin ein Anachronismus. Ich bin nicht bereit für die Welt dort draußen. Der eben auch einen YouTube-Kanal hat und auch live. Wir sollten den Kaninchenbau verlassen, bevor es zu spät ist. Ja, ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich die Jugend nicht mehr verstehe. Tech-Tom, weißt du denn, was eine Catboy-Milk-Farm ist? Streams macht und somit mit seiner Community interagiert. Und da stelle ich mir auch die Frage, ist es ein Unterschied, ob wir Livestreamer als reale Person live sind und somit ja auch unsere Community mitnehmen, als wenn man hier mit einem Avatar sitzt? Denn nicht nur Streamer oder YouTuber, die vor der Kamera sitzen, haben das Problem mit parasozialen Beziehungen. Und deswegen bin ich gar nicht so dabei, das Ganze so stark zu trennen, auch wenn es eine virtuelle Figur ist, die vor der Kamera in dem Moment sitzt. Für alle, die nicht wissen, was parasoziale Beziehungen sind. Das sind so Beziehungen zu Geistern. Ja? Und zu so Leuten aus einer anderen Dimension. Das ist so parasoziale Beziehung. Trust me, Bro. Parasoziale Beziehungen sind Beziehungen zwischen Konsumentinnen und prominenten oder fiktiven Charakteren. Von griechisch para neben kommend werden sie oft belächelt oder rein in den Kontext von Film- und TV-Fandoms gestellt. Parasoziale Beziehungen sind allerdings nicht nebensächlich, sondern existieren neben... Oh, das war ein Gag, Alter. ...anderen sozialen... Oh, meine Güte. Hier, das Schild. Ja? Da. Da. Beziehungen. Auch einige meiner Streaming-Kolleginnen haben öfter einmal Twitter-Posts abgesetzt, indem sie gesagt haben, dass sie seltsame E-Mails bekommen haben von Zuschauern, die eben meinen, hey, ich weiß, dass du mich heute angezwinkert hast und du kommunizierst über die Kamera mit mir, ich weiß, wir sind in einer Beziehung, was natürlich für die streamende Person nicht sonderlich schön ist. Deswegen haben auch virtuelle YouTuber, genauso wie YouTuber und Streamer, das Problem, dass es Leute gibt, die es nicht schaffen, eine normale Beziehung zu dem Streamer oder YouTuber zu finden. Die VTuberin Lee Corris Banashi hat ein sehr gutes Video über das Thema LootTuber gemacht, das verlinke ich euch mal unten. Und hier sehen wir einen Ausschnitt, in dem VTuber darüber sprechen, dass sie eben auch Pics geschickt bekommen, Belästigungstexte gesendet bekommen, dass sie angefragt werden, ob sie Buddies brauchen oder eben auch gestalkt werden. Und das ist eben der Punkt, den ich vorhin gemeint habe, dass man bei YouTube... Natürlich, irgendwelche random Leute im Internet schreiben dir, brauchst du Fuck-Buddies? Klar, ja, na, das ist das, worauf ich die ganze Zeit aus bin, deswegen mache ich hier Internetkram, damit ich solche Angebote bekomme. Na, endlich fällt es jemandem auf, ha, meine Güte. Auch wenn es ein virtueller Charakter ist, einen greifbareren Charakter vor sich hat, als wenn es, wie gesagt, eine lineale Geschichte ist, die wir verfolgen, in der wir keine Möglichkeit haben, mit dieser Person oder diesem fiktiven Charakter zu interagieren. Und deswegen funktioniert das Konzept der LootTuber auch so gut. Cold Mirror hat dazu auch ein sehr, sehr gutes Video gemacht, und zwar in einen Anime-Charakter verliebt. Was soll ich jetzt tun? Auch dieser Beitrag beschreibt, wie du eine Anime-Figur heiraten kannst. Und ich muss sagen... Es gab doch sogar mal jemanden, der seine Xbox 360 geheiratet hat. Das scheint echt ein größeres Problem zu sein, als man es wahrnimmt, denn in sehr vielen Foren, auch auf Reddit, stellen sich Leute die Frage, Hilfe, ich liebe eine fiktive Figur und mich interessieren keine realen Menschen mehr, was soll ich tun? Das Ganze hat übrigens auch einen Fachbegriff, der... Wisst ihr, ganz ehrlich, ich verstehe so langsam, warum es so viele Leute da draußen gibt, die einfach die moderne Zeit ablehnen und versuchen, in rückwärtsgewandten Weltbildern und Esoterik irgendeinen Sinn zu finden, weil auf der anderen, die andere extreme Seite sind Leute, die sich sexuell angezogen von Anime-Charakteren finden. So, und da stehst du als normaler Mensch in der Mitte und denkst dir so, was ist die Zukunft, auf der das hier zusteuert? Leben wir bald wieder in einer autoritären Agrargesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo wir alle eine Brille aufhaben, in so einem Surrogate stecken und so eine automatische Cocksack-Maschine
dich rund um die Uhr befriedigt. Was ist die Zukunft, auf die wir zusteuern? Leute, hä? Wo geht's hin? Also aktuell sieht's nach 50-50 Chance aus. Der nennt sich Fiktophilie, beziehungsweise Fiktosexualität. Also genau das, was es sagt. Du hast eine sexuelle Anziehung gegenüber einem fiktiven Charakter. Und das ist keine psychische Störung, sondern... Autoritäre Agrarmatrix-Porno-Monarchie, genau. Eine ernsthafte sexuelle Orientierung. Beides halt Virtual Farming. Wir leben in der Zukunft im Landwirtschaftssimulator. Der Landwirtschaftssimulator übernimmt einfach die Kontrolle über Deutschland, weil es ja auch das erfolgreichste Spiel, glaube ich, sogar in Deutschland ist. So, wir werden einfach bald im Landwirtschaftssimulator leben. Die Frage ist nur, als was, ne? Sind wir die Maschinen bedienen dürfen? Sind wir die Maschinen oder sind wir das Feld, das abgeerntet wird? Und da wir ja normale Bürger dieses Staates sind, sind wir vermutlich das Feld. Denkt mal drüber nach. Die Personen verlieren also das Interesse an realen Personen und haben stattdessen ein romantisches, emotionales oder sexuelles Verlangen gegenüber fiktiven Charakteren entwickelt. Bedeutet also, die Liebe zu einer fiktiven Figur kann zur Folge haben, dass keine Beziehung zu realen Menschen eingegangen werden kann. Und wie weit diese exzessive... Alex, flüge mich. Oh Gott, da gibt's ja auch so ganz üble Sprüche, die mit Ackerpforchen und so ein Scheiß zu tun haben. Hört bitte auf, in diese Richtung zu denken. Wir kommen von diesem grässlichen Bild jetzt wieder zurück zur Fiktophilie. Oh Gott, was ist hier los? Die Liebe zu diesen fiktiven Charakteren gehen kann, finde ich, hat die Cosplayerin Cosa Carina ganz gut gezeigt. Sie wurde vor allem bekannt durch ihre männlichen Cosplays. Sie ist 1,88 groß, sehr schlank und hat genau den Look getroffen von diesen männlichen fiktiven Figuren. Und sie macht vor allem sehr verführerischen Content mit verführerischen Blicken, reißt sich auf die Lippe, aber zeigt dabei auch nicht mal umfangreich nackte Haut. Aber ihre Community, die fast nur aus Mädels besteht, fährt voll drauf ab. Ihre Fans reagieren auf den Meet and Greet sehr exzessiv und lassen zum Beispiel Heiratsanträge nachstellen und machen da Videos für sich. Und die werden schon sehr... Schaut es euch selber an. Hier wird übrigens auch von Top Fanservice gesprochen und ich muss sagen, ja, es zeigt einfach, wie viele Menschen sich in diesen fiktiven Charakteren bereits fast schon ein bisschen verloren haben und zu exzessiv sind. Denn ich glaube, wenn ich damals die Möglichkeit... Elon hat das halt noch nicht geblickt, der muss halt auch so eine fiktive Figur werden, damit er dann wirklich irgendwann die Kontrolle übernehmen kann. Der wirkt zwar wie eine Karikatur von sich selbst, aber der muss erst auch optisch zu einer Karikatur von sich selbst werden. Möglichkeit gehabt hätte, einen meiner fiktiven Charaktere... Eure Reaktionen sind so stark. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr. Ah. Ach, Leute. ...der so aussieht, zu treffen... Oh nein, ein Bogenschlag zum letzten Thema. Ah. Ja, herrlich. Hätte ich mich vielleicht genauso gefreut. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es damals noch nicht gab. Ich glaube, ich wäre jemand gewesen, der komplett drauf hängen bleibt. Das Interessante an ihr ist übrigens auch, wenn man die Bilder sieht, sie ist verheiratet, hat ein Kind. Das heißt, für sie ist es wirklich einfach eine Art Cosplay, in das sie verfällt und sie ist halt ihren Fans sehr nahe. Ich finde, es hat trotzdem so einen leichten Touch von Fangirls, die sich dann ihre Clips mit ihr machen, die sich vielleicht allein zu Hause anschauen und in der Hoffnung und ihrer Fantasie leben, mit dieser Person zusammen zu sein. Es ist so traurig. Diese Vibes hatte ich. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze interpretiert, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ich muss sagen, bei der ganzen Recherche, die ich jetzt über diese virtuellen YouTuber gemacht habe, über die Lootuber, über das mit der Cosplayerin, über das Verlieben in fiktive Figuren, hatte ich immer mehr Flashbacks zu dem Film Her mit Joaquin Phoenix. Ah, das wollte ich mir auch, den wollte ich mir auch noch reinziehen. Der ist mir letztens vorgeschlagen worden. Er ja vor 10 Jahren bereits gezeigt hat, wie es sein soll, dass ein Charakter sich in eine Computerfrau verliebt, deren Stimme er nur im Ohr hatte, weil die den ganzen Tag... Alex, ich bin seit über 20 Jahren aktiv in der Cosplay-Szene, seit meiner Jugend, und es gab mehrmals Phasen in meinem Leben, wo ich mir überlegt habe, die Szene komplett zu verlassen, weil es viele Verrückte in der Szene gibt. Es wäre so spannend, wenn da einfach mal ein paar Insider mal so ein paar konkrete Dinge auspacken würden. So, ne? Machen wir mal Cosplay-Szene exposed.
gesamten Tag zusammen verbracht haben. Und der hatte nicht mal ein virtuelles Wesen und hat sich verliebt. Und ich verbinde das ganz arg mit diesen VTuber. Wie eine Black Mirror-Folge. Mehr hättet ihr nicht sagen müssen. Den gebe ich mir. Sehr gut. Da sein. Nur, dass du hier auch noch die virtuelle Hülle dazu hast, in die du dich vielleicht eh schon verguckt hast. Ich denke, für einen Charakter zu schwärmen oder einen Crush zu haben, ist vollkommen normal. Gerade auch zu meiner Zeit und Dragon Ball Zeit. Ich meine, fast jeder fand den Bulma hot. Aber gerade durch meine Erfahrungen verstehe ich, warum das VTuber-Dasein so ein Hype ist. Gerade in asiatischen Ländern, wo man mit der Anime-Popkultur sowieso viel mehr connected ist. Und du auf einmal mit deinem Charakter auch noch, die meistens ja auch sehr gut aussehen, auch wenn es Comics sind, du interagieren kannst und eine Beziehung aufbaust. Es ist ja im Prinzip nichts anderes, wie wenn ihr einen Streamer oder YouTuber schaut seit Jahren, beispielsweise auch bei Gronkh oder bei Pandoria oder bei Paluten, die ihr jahrelang verfolgt und irgendwie eine Bindung zu dieser Person aufbaut. Und je nachdem, wie diese Person dann auch zu euch ist und mit euch spricht. Na? Arsch offen? Kann es natürlich durchaus passieren, dass man sich in diese Person verguckt. Und einige VTuber, die ich recherchiert habe, sind ja auch sehr flirty zu ihren Zuschauern. Auch gerade die, die in die Richtung 18-plus-Content gehen. Und deswegen sehe ich übrigens auch sehr kritisch, dass eine Amaround jetzt eine KI anbietet. Das ist einfach alles eine Katastrophe, Alter. In dem eine Art Fanservice geboten wird, wo eben Menschen mit ihr face-to-face interagieren können. Warum ich das Ganze so problematisch sehe, bringt dieser TikToker hier gut auf den Punkt. Earlier this week I downloaded an AI girlfriend and the influencer it was modeled off of was Amaranth. These conversations were absolutely wild because they feel real. And this is coming from someone who is in a very happy relationship. My life is in a very stable place. Life is good. But if I was in a bad situation, I was lonely, I was unemployed, an AI girlfriend like this would likely be something I would become addicted to. Because hearing that voice and getting super sexually nasty with Amaranth in this setting was something that hijacked a part of my brain and made me believe that I was actually talking to someone who cared about me. This is dangerous. This is going to be the kind of thing that will lead to the absolute destruction of society. Und deswegen gar nicht dramatisch. Finde ich es umso wichtiger, dass wir uns immer mal wieder eine Auszeit von Social Media nehmen, den PC oder das... Wie gesagt, generell schaltet den Scheiß einfach ab. Bleibt nicht hier, geht raus. Also vielleicht nicht jetzt, es ist dunkel, es ist Nacht. Bleibt drin, aber geht nicht zu Loot-Tubern. Handy mal weglegen, raus in die Welt gehen, mit echten Menschen interagieren, nicht immer nur vor dem Bildschirm hängen und im besten Fall reale Beziehungen zu führen. Denn so schön es auch ist, wenn man in seinen Fantasien über eine fiktive Figur schwärmt, wird euch diese trotzdem niemals komplett glücklich machen, denn sie ist nur eine fiktive Figur. Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, wird euch ein richtiger Mensch glücklich machen? Höchstwahrscheinlich auch nicht, ne? Also, wie ihr es anstellt, unglücklich seid ihr am Ende sowieso. Wir Menschen brauchen aber mehr als das. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Liebe. Warum habe ich bei dem Typen gerade plötzlich an Andrew Tate gedacht? Ich wette, wenn ich das jetzt aufmache und mir angucke, geht das auch in die Richtung. Das ist dieser Move von, ja, sehr nachvollziehbare Kritik zu Verschwörungstheorie in diesem Bereich ist sehr kurz, dieser Weg. Und dieser Nachsatz, das wird die komplette Society zerstören, das geht halt schon in Richtung so Verschwörungstheorie, Richtung Transhumanismus und Abbau der normalen Familie, also der Familie, wie die sich das vorstellen. Also das ist sehr eng schon wieder in dieser Richtung verortet. Liebe, wir brauchen Zärtlichkeit und das bekommen wir weder von einer AI noch von virtuellen. Ich frage mich, wie viele sich gleich in den Händler einschalten. Lass das jetzt sein! Wir sind noch nicht fertig für heute. Figuren, noch von YouTubern oder Streamern, die vor der Kamera sitzen. Und auch kurze Fantreffen für 10 Sekunden werden diese Bedürfnisse nicht stillen. Ich bin sehr gespannt. Merkt euch das, ich werde eure Bedürfnisse nicht stillen. Außer ihr habt das Bedürfnis, jetzt ein krasses, geiles, hochqualitatives, nachhaltiges T-Shirt zu kaufen. Dann geht ihr jetzt auf
von teeling.de und dann kriegt ihr das. Dieses Bedürfnis kann ich stillen. Ich bin gespannt, wohin die Reise künftig gehen wird mit all den KIs und AIs und was es nicht alles gibt. Ich glaube, ab dem Punkt, ab dem es möglich ist, mit einer VR-Brille es wirklich super echt sich anfühlen zu lassen, alles. Ja, du brauchst zumindest einen Cocksack-Automaten, ansonsten funktioniert das nicht. Da haben wir ein richtiges Problem. Ich bin hier sehr gespannt auf eure Meinung. Schaut ihr VTuber? Wusstet ihr, was Lootubers sind? Konsumiert ihr das? Wie steht ihr zuliebe mit fiktiven Charakteren? Und ich glaube, es gibt super... Ja, ich weiß, dass es die schon gibt, um Gottes Willen. Lasst uns nicht darüber sprechen. Und das ist jetzt auch, das passt jetzt auch überhaupt nicht mehr zu diesem Video. Das ist schon wieder eine ganz andere Debatte. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool, das Video hier. Und ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke, Jasmin, dafür. Ich werde mich da vielleicht nochmal etwas mehr mit auseinandersetzen.